Willkommen zurück zu Let's Play The Helling Online. Wir sind immer noch in den Trollhöhlen in Talbrünen in letzter Folge angekommen. Und sind hier gerade mit den Gauradans am Kämpfen. Wir suchen immer noch. Hier ist irgendwo ein Ring. Wir suchen immer noch nach dem Strauchler aus Bre. Ist hier niemand und. In der Höhle war er auch nicht. Da waren wir ja komplett. Auch ernsthaft. Ich habe übrigens noch einen Porsche gefunden, der wurde auch bei der Garotte. Der ist leider tot. Schade. So, okay. Das ist ein Steintroll. Fische, da sollten wir nämlich eine Kreatur fangen. Mit, falls ihr jetzt vorhin geschaut habt. Dann glaube ich, wir die Würmer eh da hoch. Eh darüber müssen. Und dann auch weitere Nester sind. Gucken wir uns auf die. Keine Ahnung, die Kampfmusik die ganze Zeit spielt. Mit der Buggy, glaube ich. So, für immer auf den Höhlen müssen wir hier rüber. Den Steilpfad klimmen müssen. Eingestützter Keller, okay. Wenn die da runterkommen.
Oder bei zu dem, was noch Samil ausschalten könnt. Weiter fährt sich der Samil am Brühen entlang Richtung Süden kriechen. Echt? Cool. Gut, jetzt brauchen wir noch den Mutterwurm, Vaterwurm. Der ist da unten. Den gibt's hier irgendwo. Das hier geht unten. Doktor. Okay. Komm mal her. So, Sanemils Flucht, die ist darunter geflüchtet. Toll. Wenn wir zum Brunnen zurückkehren, suchen in der südlichen Richtung entlang des Ufers nach Sanemils Höhle. Oh, hier noch irgendwo ein Troll sich rumtreibt. Dann läuft einer. Dann folgen wir doch mal der Sanemil. Alles klar, jetzt chillt einer. Kommt der Spiel später noch, Rolle. Sebastian, gehen erstmal zu Garbett, oder wir jetzt eh hier sind. Bringen ihm die Fische. Machen die Questreihe weiter. Wie kann ich reichen, der Trassi. Gehört, dass ich mit Fisch hermachen und dann wird sie niemals wieder ein schönes Maul öffnen. Bleibt eine ein Fall für die Kreatur. Nehmen wir die Fische und dann das offene Fenster vom Häuschen. Dann können wir ihn überraschen, wenn er wieder zu Wege will. Dann will ich ja anders erfahren, den kleinen WLAN in Sicherheit gebracht hat. Lasst mich wissen, wenn ihr bereit seid, nach Draster kurz vorbereiten. Ich bin kein Jäger, also habe ich meinen Freund Artwold eine Botschaft geschickt und ihm Hilfe gebeten. Wir treffen ihn später. Sprich gar werden für seinen Plan, um die Kreatur zu fangen. Dann machen wir mal die Instanz. Garbert, ein Fischer aus Tolbrühen, glaubt der heimliche Kreatur, die wenigsten noch wirklich in Bohnen der Region Angst und Schrecken versetzt, eine Falle stellen zu können. Die Kreatur war jedoch bislang auf der Hut und hat sich das Gesicht der Gegner erwiesen.
Was benötigt ihr? Diese Kreatur würde durch die Falle gehen, Natras. Ich kann es spüren. Gewiss wird sie heute Nacht zum Häuschen zurückkehren, dann werden wir sie erwarten. Die ganze Vorbereitung habe ich bereits abgeschlossen. Wir warten nur noch auf Atwold. Hey, Garbage. Wir zurück, Freunde. Wir werden diese Kreatur aufhalten, ihr werdet schon sehen. Das hoffe ich, Atwold. Ich werde drin meine Bratpfanne bereithalten. Wenn wir Fische in das Haus legen, hier entlang nach draußen. Das sollte reichen. Die Kreatur ist durch die Fische abgelenkt. Vielleicht sind es ja. Viele sind es ja nicht gerade. Wenn die Kurve der Fische klugiert, könnten wir versuchen, möglichst viel Lärm zu machen. Wenn wir wirklich nicht mehr Fische auftreiben können. Mach, ist auch egal. Ich bin sicher, Gabe ist ein so wie du auf sein. Schau mal, hat Gabe eine Piste gefunden, wie wir uns die Sache beobachten können. Folgt mir. Wie kann ich euch sehen? Sie ist ja, um den Kultur aufzuladen, Atras. Halt die Augen auf, die Gabe ist sicher, dass sie heute Nacht zurückkommen wird. Halt nach der Kreatur ausschauen. Die Kreatur könnte überall sein. Bleib wachsam. Das ist immer der am wenigsten aufregende Teil der Jagd, Atras. Was war das? Ich dachte, ich hätte was gehört. Ich grüße euch. Ja, ist das auch Natras. Ich glaube, unsere Kreatur ist in der Nähe. Da war es schon wieder. Ein leises Plätschern. Sie kommt aus dem Wasser. Auf mein Zeichen springt er hervor und versucht zu packen. Ich sollte damit beschäftigt sein, den Fisch zu essen. Also wartet auf mehr Zeit, bevor ihr euch zeigt. Wen habt ihr gedacht, es ist? Natürlich, es ist Gollum. In der Nähe der Gemeinschaft. Mama ist mir so hungrig. Gollum. Fisch? Warum ist der Fisch, mein Schatz? Noch nicht nach draußen, warte auf mein Signal. Der Fisch jetzt, ja, Schatz. Wo kommt der Fisch her? Wir wissen es nicht, Schatz. Nein, wir wissen es nicht. Gollum. Dürfen dich fragen, könnte es unser letzter Fisch sein, Schatz? Wird Uruk das nicht bereuen? Nie mehr bei uns lachen, nein. Gollum, Gollum. Uruk. Wer ist Natras? Packt sie. Lass dich entkommen. Folgt die Kreatur durch Halbrühen. Oh, mein Bein, geht weiter, ich werde euch schon einholen. Boah, ein toller Jäger, ey, der Typ. Flieh, wir müssen fliehen, Schatz. Wir hätten den Weg auch hier in dem Moment schon Spähen in den Nacken werfen können, aber Plot Armor. Boah, verschwinde, lass es in Ruhe. Nee, nix da, doch nichts ewig hinterher. Bis nach Moria. Paddeln, 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 Schatz.
Denke, Ork ist keine Hilfe, Gollum. Ah, oh, ciao. Da ist Uluk. Meine Jungs haben den Schleicher nicht umsonst aus dem Gefängnis der Elbenkrieger befreit. Ich hab den Befehl, auf den Schleicher aufzupassen. Es gibt da nämlich, was er erledigen soll, wisst ihr? Aber mehr werdet ihr darüber nicht erfahren. Na, da kommt er angeschwommen. Der Kreatur, habt ihr eine ihre Spur verloren? Wie kann ich euch zu Diensten sein? Zu schade, dass ihr seine Spur verloren habt. Doch seid ihr beim Aufspüren von Pferd nicht erfahren wie ich, also war das zu erwarten. Ihr habt euer Bestes gegeben, Natras, und das weiß ich zu schätzen. Ich denke, wir haben jener Kreatur genug Angst eingejagt, dass sie wieder gearbeitet und seine Familie wieder Ärger bereiten wird. Und das ist das Einzige, was zählt. Zu dem Ork habt ihr übrigens gut gemacht. Wäre ich mit meinem Bein nicht gewesen, hätte ich euch geholfen, keine Frage. Ich habe mich, dass die Udo Luke draußen verloren hatte und welche Verbindung er mit unserer Kreatur stand. Sehr seltsam. Vielleicht auch nicht so wichtig. Seid ihr bereit? Was kann ich habe nie eine solche Kreatur gesehen. Sei sicher, dass sie nicht zurückkehrt. Dennoch werde ich wachsam bleiben, bis ich mir ganz sicher bin. In jedem Fall bin ich euch sehr dankbar. Du musst halt diesen Fall jetzt zu eurem Jägerfreund zurückbringen. Bringt die Fall zu Tristan. Gut, jetzt nur noch Samenmehl und 2 Steintrolle. Dann haben wir alles an Quests. Torreich Uluk. So. Guck, sprich gut, wollte ich eigentlich sagen. Guck, genau. Sprich mit Davelas. So, jetzt brauche ich nur noch 2 Steintrolle. Wenn wir die haben, können wir zurück. Das ganze Zeug abgeben. Dann haben wir ja auch grob schon alles gemacht, glaube ich. Das hat war irgendwo hier, aber irgends nur, keine Ahnung. Oh, das hättest du.
So, Pfeile, aber kein Hirsch, habe ich ihn verfehlt. Oh, irgendwelche Kirche, Best ist mir beim Kadaver zurück vorgekommen. Das ist der Gipfel der Demütigung. Schätze, wir sollten dankbar sein, dass der Fischer und seiner Frau nicht verletzt wurden. Warum benötigt ihr mich? Gut, dass ihr vielleicht gebracht habt. Es war zu gefährlich, auf die Jagd zu gehen und die Elben geben uns nur Kuchen. Oh, sehr gut, Natras, ich sehe, habt ihr Zutaten beschafft, die ich für Kunden einfach brauche. Ich wäre sehr verbunden, wenn ihr sie auf diesen Stein dort zu Brei verarbeiten würdet. Könnt ihr mich denn danke, nicht mal Danke, danke, Natras. Zwischen dem Brei in den restlichen Eintopf und fertig ist der. In der Nähe ist ein großer Löffel von Kaulermann lang zufrieden darauf herum. Dann blickt der Augenblick wieder in die Runde und spuckt einfach wieder aus. Das will ich, Natras. Ich bin ganz gar nicht gefreut, wie der Zwerg behauptet. Auch wenn es sicher keinen Zweck hat, dürfte ich mit euch sprechen? Der Wettturm hat sich auch bei Kosten amüsiert. Was halten wir ihn heim? Mal sehen, wie das schmeckt. Das braucht aber auch Hilfe nach draußen. Ich werde den Kundenantopf mit ein wenig Kichertal verfeinern und ihr werdet ihn in den Westturm bringen. Sagt ihr, dass es jetzt noch besser schmeckt. Das wird ein heilen Spaß. Besorgen wir ein paar Kicherballen und Kieferknochen. Dann können wir loslegen. Kicher gibt es ja eine tolle Brühe nach draußen. Macht euch auf die Jagd. Mego Wannen. Vielen Dank für eure Hilfe nach draußen. Es wäre eine Erinnerung großer Wichtigkeit, dass die Straße frei bleibt, gerade in letzter Zeit. Kann ich mir zum Thema sagen, das solltet ihr wissen, dass ich mit dieser Belohnung meinen Dank und der des Herrn Aaron gebührt. So. Jetzt können wir eigentlich noch mal 5 Quests wieder abgeben, hätte ich gesagt. Okay, der Panzerhammer. Langschwerterhammer. Der Schuppenhammer. Den Schwertscheiden haben wir und seidiger Dreck dürfen wir auch haben. Bind, hier müssen wir die bringen. Mego Wannen, wie kann ich euch zu Diensten sein? Was benötigt ihr? Was kann ich für euch tun? Was kann ich für euch tun? So. Ich hab ganz gut Ruf. Was benötigt ihr? Hab Dank dafür, Natras. Ich bin froh, dass ihr den Garo deinen Team Strauch als Sekunden abgenommen habt. Doch wünschte ich, dass ich hätte von ihm verhernet, mit dem Wütner retten können. Bleibt noch einen Moment. Ihr habt die Oscar wieder beschafft, die aus Team Strauch angestohlen wurden, Natras. Jetzt müssen sie zu seiner Witwe gebracht werden. Ich hoffe, sie kann sich erkaufen, nicht für so viel, wie Team Südlich der Berge zu bekommen hoffte. Wohl wäre genug, um eine Weile davon leben zu können. Strauchers wohnen in der Stadt Pre, aber ansonsten kann ich euch sagen, wo ihr Nora findet. Übergebt ihr meine besten Wünsche, bricht ihr von meiner Sorge. Okay. Das ist auch eine Quest. Bleibt noch einen Moment. Die Markwächter des Hochmoors. Ihr habt sehr geholfen, Natras. Wir sind euch dankbar. Wir würden uns auch weiter über eure Unterstützung freuen. Doch wenn ihr mal die Zeit ist gekommen, eure Vorsitzenden sollte mit Ringul, dem Markwächter der Hochmoors, sprechen. Lasst ihn wissen, dass ich es war, der es geschickt hat und Bericht auf euren Taten. Freunde von Bruchtal sind stets willkommen. Der Weg zum Hochmoor führt über die Straße nach Talbrühen. Geht nach nur einer Geschwindigen Hauptstraße in den Wuinschluchten, folgt der Hauptstraße östlich der Brühen führt und überquert den Fluss und geht danach gen Süden. Durch den euren Pfad, der die Berge hinaufführt. So gelingt es sich jetzt ins Hochmoor und zurück in Rotsposten. Nehmt wohl nach das. Gut. Was kann ich für euch tun? Zurück sein, Natras. Ich habe nicht viel, aber für den Zwinger von Salung und Sahnemehl gebe ich, was mir möglich ist. Da brünest du dank eurer Münzsicherer und das freut mich sehr. Okay. Hallo.
Höhlen in Talburin können gefährlich und furchtsteigend sein, wenn sich der Mond hinter den Wolken verbirgt. Dort hat diese Nacht haben die Gegend für arglose Reisen schwer gemacht. Ich danke euch. Gut. Gut, wir brauchen jetzt noch ein paar Kriecher mehr, leider. Die Quest jetzt leider, ja, kam, nachdem wir schon die Kriecher, normale Kriecher-Quest erlegt haben. Aber das ist jetzt keine große Herausforderung, ein paar von denen zu töten. Sechs Stück gehen doch klar. Aus den abgeworfen, was ich wollte. Ja, das müssen wir so finden, ne? Die Grieche. Und am Polen waren sehr viele, aber ich wollte jetzt nicht so weit reiten, wenn es geht, damit ich dann gleich zum Stallmeister kann. Oh Gott, 50 Angmarin. Okay, 38er Zen-Signatur. Auch einen Dingo haben wir jetzt gefunden. Das sind doch die Waldtreue, warum haben wir da eigentlich keine Quest? Weiß ich gar nicht. Ja, gute Frage. Ich hoffe, die habe ich nicht irgendwo verpasst. Aber vielleicht kommt die auch noch in der Hauptquest oder so. Über die Questreihe. In der Quest, die ich verpasst habe, sollte, die hole ich dann später irgendwann nach, vor Staffel. Ende, aber ich will jetzt erstmal hier so nur grob den Pfad der Quest normal folgen. Und ja, wenn die mich nicht dahin leiten, erstmal halt nicht machen. Wenn ich jetzt mal verpasst, dann holen wir das wie gesagt später danach. Kann ich sein, verdammte drei Kriecher jetzt zu finden, ey. Ist doch scheiße. Ey, oder noch zwei. So, reiten wir nochmal hoch.
So. Was für ein schrecklicher Tag. Die Beinkühlung ist schon unappetitlich. Tut mir gefallen, wir arbeiten mit dem Stand zu Brei, ja? Könnt ihr mich denn nicht sehr schöner Tag. Das sieht ja völlig aus und riecht doch schlimmer. Genau, was ich brauche. Die 70 Sekunden Brei bringt ihr zum Zweck, wer vom Mentoren hat. Sagt ihr, dass ich den Eintopf noch verfeinert habe und das abgeben möchte. Bitte merkt euch seinen Gesichtsausdruck genau, wenn ihr ihn probiert. Ich möchte allen Einzelne beschrieben bekommen. Wir werden uns sicher totlachen. Dauer die Leute von hier in den Trollhöhlen. Gut. Was kann ich für euch tun? Ich stehe euch zu Diensten. Wir euch noch von mir zu Diensten. Ah, ihr seid voll von Ignor. Er ist ein guter Mensch. Man wird zu gut, glaube ich, in gefährlichen Zeiten. Es wäre gut für ihn, die Lektion möglichst bald zu lernen. Ein kurzer Kuchen an Topf, sein Gesicht hält sich auf. Er nimmt einen zweiten Löffel, dann einen dritten, um euch dann die Schale zurückzugeben. Willkommen! Ihr kommt wahrlich zu überraschend den Geschmack. Köstlich, in der Meinung ist dort noch verbessert. Ich kann den Zutaten nicht genau herausschmecken. Dieses kratzige Geschmack macht das Gericht wirklich sehr besonderes. Bitte könnt ihr von mir in der Trasse. Ihr könnt ihm auch sagen, dass ich ein wenig und das Gerät anderer scheren sollte. Bitte feiern einen guten Eintopf 10 Uhr. Wie kann ich euch zu Diensten sein? So, machen wir das noch eben. Bevor wir zurück in den Hohl gehen. Es tut sei mir leid. Trast. Bitte schreibe, wer Toms Christus sucht, dass man verfeilen konnte oder probiert hat. Was? Er mochte ihn? Seltsam. Meinte, ich bin da vielleicht auf ein kulinarisches Geheimnis gestoßen, Trast. Das wird doch die Kiefer, Knochen und Beine die Konsistenz geändert. Soll der Geschmack in Kombination mit dem Grundteil verbessert? Das könnte eine fantastische Entdeckung sein. Er nimmt sich gespannt auf einen Kurs, wenn ein Kunde bei Herz auf ihn ein. Sein Grinsen weicht schnell an angewählten Kürbisse. Bei meinen Augen hat mich schon wieder reingelegt. Wird doch beschuft. Schmeckt noch schlimmer als vorher. Wisst ihr was, Atras, vielleicht hat Wilhelm ja recht. Ich werde nicht mehr so gutgläubig sein. Aber euch ist keine Vorwurf zu machen und ich finde bestimmt, das um euch zu belohnen. Nein, nein, keine Panik. Ich wollte euch nicht den Kundenantrag schenken. Dann schon mal besseres Oberteil, krass. Sehr gut. So, was hätten wir? Was benötigt ihr? Weiß von Toren hat, dass es schneller ist. Gehen wir nochmal zurück nach Toren hat. Kostet zwar jetzt einiges an Silber, was wir machen. Und von da aus reite ich dann zurück in den Hohl. Bei der gab es noch einen Fädenbruchteil. Können wir jetzt mal ausprobieren. Melgovannen. Natürlich ist es fehl, aber wir können es nicht benutzen oder so. Aber. Machen wir Bruchteil schnell Reise und probieren es mal aus, ob ich dann da vielleicht schnell hinkomme. So, lagerte eben in den Zugmauer. Ja, sehr gut. Sind wir nämlich aber hier. Elbereth, errette mich! Kandelf schickt euch! Wie geht es, ihr Gaschar? Offenbar haben sie Herrn Errol Zorang als Wahl erwiesen. Talbrunnen in die Straßen und Husten werden von den Feinden heimgesucht. Nun dieser Tage sehne ich mich danach, draußen umherzuschreiben, dieser Posten bringt nur Einsamkeit und Überdruss.
Boah, Alter. Mego Wannen. Blütet der Moro. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Pelz und Fleisch sind wichtig für die Reisenden, die uns besuchen, aber es wäre wahr, fahrlässig, so ohne Heilmittel ihre Wege zu ziehen zu lassen. In Angus Brunnen dort unten findet ihr einen Ort namens Blütenmoor. Du deckst eine seltene Blume, die angeblich heilsame Kräfte hat. Es ist zwar kein Atlas, aber wohl nützlicher als die meisten Kräuter. Würde in den Moor reisen und mir die Blume bringen. Wir schauen die Sumpflaurern dort, die da dieser Zeit wild geworden sind. Pflück die seltene Blume. Dachshetzer. Wie ihr vielleicht wisst, bereitet eine Gruppe Besucher aus weit entfernten Landen den Aufbruch vor. Einige von ihnen tragen berühmte Namen und es geziemt sich, als würden sie vom Aufbruch allen Feuern ausstatten, die sie benötigen. Da möchte ich Spittenjagd auf die Dachs des Hochmoors zu machen und mir ihre Pelze zu bringen. Aus ihnen werde ich warme Handschuhe und Mantelfutter für die Reisenden fertigen. Würde mir diese Angelegenheit helfen? Sammel Dachspelze im Hochmoor. Mego Wannen. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich aufbringen? Schlecht fliegen. Na Tras, wenn gleich alle Hände voll damit zu tun haben, unsere Besucher auszustatten, mache ich mir auch wegen etwas anderem Sorgen. Die Luchse, die im Hochmoor hausen, sind wild geworden, zweifellos aufgrund Schattens, der sich im Osten hebt. Leider stellen sie eine große Gefahr für Reisende da, die Bucht der Zuflucht suchen wollen. Eigentlich könnte ich ja auch eine andere Ursache geben, danach zu gehen, ich euch ersuche. Nach und nach kommen immer Stechende Sichelfliegen von den Ufern herauf, die Gefahr von Krankheit mit sich bringen. Ihre ständigen Stiche könnten auch der Grund für die Aggressivität der Luchse sein. Wahrscheinlich Luchse ihren Frieden, wenn man die Sichelfliegen beseitigt. Ihr vielleicht wisst bereits eine Gruppe Besucher, damit ich euch bitten, die Jagd auf die Keiler des Hochmoors zu machen und ihr Fleisch zu bringen. Ich werde es trocknen oder aus Ration für die Reisenden fertigen. Mego Wannen. Würde mich schwer, Luchse machen. Minute eurer Zeit für mich opfern? Luchse im Hochmoor. Sui Light Melon. Da möchte ich euch bitten, die Jagd auf die Bären des Hochmoors zu machen und ihr Pelz zu bringen. Aus ihnen werde ich warme Decken und Bezüge für die Reisenden fertigen. Da ein Bärenpelz im Hochmoor. So, ja. Da haben wir die tausende Quests. Ich würde aber sagen, wir töten jetzt die physische Fliege und dann beenden wir erstmal die Folge. Danke fürs Sehen, Leute, und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.